In München gibt es die meisten großen DAX-Unternehmen in Deutschland. Und wenn sich die Führungselite einmal zusammensetzt, um die neuen Unternehmensziele zu diskutieren, dann fährt man ein paar Kilometer südlich von München zum Starnberger See oder wie hier zum Tegernsee und sitzt zusammen als Führungselite des Unternehmens und diskutiert die neue Strategie, wie zum Beispiel BMW. BMW führt hier die Führungscrew immer wieder zusammen, regelmäßig im Gut Schwärzenbach oberhalb des Tegernsees. Die im Gut Schwärzenbach entstandenen Ideen werden dann hier in der BMW-Konzernzentrale in München weiterentwickelt. Wie arbeitet denn ein Kreativer? Wie arbeitet denn jemand, der Innovationen entwickelt? Ja, der Ingenieur, der bei uns die Innovationen entwickelt, sitzt nicht hier in der BMW-Welt. Hier bekommt man das Endprodukt zu sehen, wenn das Auto fertig produziert ist und an den Kunden ausgeliefert wird. Der Ingenieur, der Kreative, sitzt 2 Kilometer von hier im Forschungs- und Ingenieurszentrum. Und er beginnt typischerweise 5 Jahre, bevor dann etwas auf den Markt kommt, sich Gedanken zu machen, wie werden sich verschiedene Technologien über die nächsten Jahre entwickeln. Was wird verfügbar sein können, um für den Kunden dann zu niedrigstmöglichem Kaufpreis die maximale Wirkung auf den Verbrauch entfachen zu können? Wie müssen wir uns das vorstellen, also solche kreative oder innovative Arbeit? Sitzt man da vor einem leeren Blatt Papier und sagt sich, irgendwann kommt ein Einfall? Die Idee mit dem leeren Blatt Papier wird oft bei den Designern bemüht. Die starten immer von einem leeren Blatt Papier. Aber bevor man vor dem leeren Blatt Papier sitzt, bekommt man natürlich schon Inspiration, weil man die Antennen immer weit offen hat für alles das, was auf unserem Planeten technologisch sich halt anbahnt. Also da ist das Thema Technologie, Forschung, Marktbeobachtung involviert. Das kann ich schlecht vom Schreibtisch aus machen. Dazu muss es auch Leute geben, die unterwegs sind. Siehe Technologiestützpunkt Silicon Valley. Jede größere Firma, so auch BMW, hat einen Stützpunkt da an der Westküste, wo man nah mit dem Ohr am Geschehen sein kann, was werden die nächsten Jahre Techniken sein, die für unsere Autos relevant werden. Jetzt will ich natürlich als Journalist von Ihnen wissen, was kommt denn da in den nächsten 5 Jahren? Woran wird denn gerade gebastelt? Die nächsten Schritte werden sein, dass wir uns Gedanken machen, wie kann man zum Beispiel aus Abgashitze Strom gewinnen, Strom im Auto, den dann der Motor nicht mehr für teures Benzin produzieren muss. Oder das Thema Solarzellen am Dach, kann man auch Strom mit produzieren. Wir arbeiten weiter an dem Thema emissionsfreie Mobilität für das Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist für uns der Energieträger der Zukunft. Dann das Thema Elektroantrieb bekommt immer größere Bedeutung. Wir starten in diesen Tagen erste Feldversuche. Das Elektroauto ist für uns eine Option für das Thema individuelle Mobilität im städtischen Umfeld. Also es wird noch lange dauern, bis man mit einem Elektroauto mal hunderte von Kilometern fahren kann. Aber für das Thema urbane Mobilität, da kommt was.